Organic food continues to be a major cause. Do not eat from unlabeled food. Lass hören, was du rausgeholt hast. Wartest du schon lange? Mi madre meinte immer, Geduld zahlt sich aus, also? Gibt es ein Lebenszeichen von T-Bag? Habt ihr geredet? Ist up to date und scharf auf die Arbeit mit Dex. Bereitet sich schon vor. Die beiden kennen sich. Haben bis zu Dex Pause zusammengearbeitet. Dex hat die Maelstromer schon für den Konzernbot bezahlt. Aber wer weiß, ob die Gangster ihn tatsächlich rausrücken. Er hat im Voraus bezahlt? Ichule. Ach, scheiß drauf. Lass uns das Teil holen. Hast du schon einen Plan? Das kann nicht glatt laufen. Wir reden von Maelstrom. Bei den Gangs herrschen simple Gesetze. Der Stärkste gewinnt und überlebt. Entweder du fickst, oder du wirst gefickt. Okay, ab in die Höhle der Borgbestie. Moment noch. Okay, sag Bescheid, wenn du soweit bist. Stout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da! Stopf ihm das Maul!
Raus mit der Sprache. Was weißt du? Ich weiß, in welcher Scheiße du wegen dem Transport steckst. Also, hör zu. Du und ich, wir werden uns treffen. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Gegenseitiger Eigennutz. Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Achtung, Leute. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Du Wichser, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Hast du noch was zu sagen? Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Ist das verfickte Teil fertig? Fertig. Jetzt beantwortest du meine Fragen. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Ich sag dir, wer alleine ist. Du. Ohne den Transport bist du erledigt. Und kein Schwein wird dir helfen. Kein Wort mehr. Nachsehen. Sofort. Hör genau zu. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Hab keine Verbindung zu Militech. Nada. Ist wahr. Woher zur Hölle weißt du dann so viel? Alle Konzerne folgen denselben Regeln. Ich kenne das Spiel auswendig. Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bring die zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... Oh. Den könnt ihr loslassen. Wir wissen, was er zu sagen hat. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was willst du? Ich brauche einen Bot. Ein Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Agieren bei Militech alle so dezent wie du. Da ist ein Virus auf dem Chip, ganz klar. Das stimmt. Wenn was schief läuft, werde ich durchlöchert wie ein Sieb, nicht du. Zeit mit offenen Karten zu spielen. Was ist da drauf? Spionage-Malware verfolgt Finanzbewegungen. Nichts, worüber du dir Gedanken machen musst. Klingt zumutbar. Bin dabei. Zahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun.
Aber versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Du hast einen Fehler! Die Schlampe ist schon so gut wie tot! Und sie wird dich mit runterhalten! Du seid weilig, Mano. Okay. Ah, diese Gangs sind doch alle gleich. No, nimm die Valentinos. Die glauben an Gott und die Santa Madre. Ehre bedeutet denen was. Du weißt, was sie wollen, wie sie es bekommen und was sie so richtig anpisst. Bei Maelstrom kannst du dir nie sicher sein. Ah, da bist du ja. Na los, kündige unseren Besuch an. Nicht. Mach einfach die verfickte Tür auf. Ah ja? Habt ihr denn einen scheiß Termin? Sehe nämlich nichts in meinem Kalender. Wir wollen mit Royce sprechen. Dex schickt uns. Auf Traum. Wir warten schon. Wie gemütlich. Ich wähle nur noch ein paar Grünpflanzen. Wir sind verdammt gut vorbereitet. Hab noch nie so eine gut gesicherte Fressfabrik gesehen. Das muss Ausrüstung vom Konvoi sein. Sind sicher wie Maden über rohes Fleisch hergefallen. Nur einschüchtern.
in ihrem Terrain. Also, was wollt ihr? Wir wollen Royce sprechen. Business-Kram. Mr. Royce ist beschäftigt. Müsst mit mir Vorlieb nehmen. Ihr habt einen Bot, Modell MT-0D12, auch Flathead genannt. Und? Was geht euch das an? Mein Boss hat Brick schon dafür bezahlt. Wir sind nur zum Abholen da. Ich kann auch mit Royce sprechen, wenn nötig. No, du redest mit mir. Mein Name ist Dum Dum. Auf Sofa, setzen. Zwing mich. Dachte schon, du fragst nie. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Mein Gott, Jack, was ist los? Primerito, gefällt mir sein Tonfall nicht. Segundo, ist man sitzend ein ziemlich leichtes Ziel. Pack deinen Arsch aufs Sofa, wenn du keine Kugel im Hirn willst. Weißt du was, Jackie? Du hattest recht. Machen wir die Hurensöhne kalt. Scheiß Mage! Los, wird lustig! Flathead, Modell MT-0D12, Militech. Das gute Stück mal an. Mach auf. Wahre Tech-Poesie. Echt geiles Stück Chrom. Fühlt sich an wie Weihnachten. Hab alles. Bord und Steuer. Lass uns gehen. Je schneller, desto besser. Und jetzt lass uns hier verschwinden. Ich sehne mich nach Frischluft. Fertigungsband. Und ich dachte, du liebst Fleisch. Gibt's keinen anderen Weg. Oh, ein Glück ist bewegt.
zurechtzuschieben. Los,